Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ich bin den Weg jetzt wieder entlang gelaufen und ja, da haben ein paar Leute echt Spaß. Ich lasse euch mal, ne? Also, ihr habt Spaß, dann ist ja gut. Ich laufe weiter. Gut, der Überfall gilt nicht mir, irgendjemand anderen glücklicherweise. Und wenn wir da jetzt ankommen, wird er das Spiel speichern, weswegen ich gerne auch etwas probieren möchte. Wo ich das weiß, dass er speichert, weil er gespeichert hat, kurz bevor ich gestorben bin. Und das hat mir nicht gefallen. Deswegen machen wir es anders. Zudem, mein Pferd ist jetzt überladen, das heißt, ich kann da nichts mehr reintun. Ich hoffe, das, was ich gleich tun werde, wird reichen. Für den ganzen anderen Kram. Ich bin gespannt, mal gucken. Und ich hoffe, dass da gleich kein Überfall stattfindet. So, wir sind da. Spiel gespeichert. Kein Überfall, perfekt. Wir müssen jemanden die Rüstung klauen. Ein Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Der sieht mich doch, ey. Oder schläft er? Der sieht aus, als würde er schlafen. Er hat mich gesehen. BTF? Oh, was ist mit seiner Waffe passiert? Er hat keine Waffe mehr. Aha! No, ist deine Waffe weg? Tut mir echt leid für dich, ne? Scheiße. Noch ein zweiter, der sieht, wie ich kämpfe. Jetzt stirb halt! Ist mir egal, ob ich keine Ausdauer habe. Aber er hat auf jeden Fall nicht mehr viel Leben. Oh, ist nur ein Fallbogenschütze. Okay, alles gut. Ich könnte versuchen, ihn auszutricksen. Du willst einen Nahkampf spielen? Ja. Ich hab ein Schild, mein Freund. Und einen Pfeil im Herzen. Gib mir das like the force. Ah. Oh, oh, okay. Gut, das lief semi-gut. Irgendwie an den Rand schleichen können. Es gibt's nicht, dass er genau auf die Brücke guckt, ne? Komme ich irgendwie anders rüber? Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Sieht er mich oder hat er nur so geschrien? Fuck, ich komme hier nicht vorbei. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Das ist sein Kollege. Ich glaube, der fragt mich, ob ich zu ihm gehöre. Ich weiß es nicht. Also gut, ich gucke mir das Ganze jetzt mal eine Weile lang an, wie sie wandern, und dann schauen wir mal. Und dann schlagen wir zu. Der bewegt sich kein Zentimeter da weg. Wir müssen einen anderen Weg rüberfinden. Ja, das war unauffällig, sie. Aber hier komme ich rüber.
Aber es sind doch Kumanen und keine Banditen. Ich dachte, es ging um die Banditen, die uns auch das Schwert abgeluchst haben. So, ich weiß nur nicht, wo sein Kollege ist. Ah, kein Deckel. Eine Palisade. Eine Handvoll Männer könnte die recht lange halten. Gibt's hier vielleicht einen Weg hinein, so einen Schleichweg? Wäre auch noch gut zu wissen. Huch! Knacken wir erstmal den Scheiß hier. Kumanische Sachen. Geile Nummer. Kumanische Sachen. Ziehen wir uns um. Wir brauchen niemanden zu töten. Rüstung. So, sehr schön. Ich bin jetzt ein Kumane, Freunde. Geil. Okay, gucken wir mal, ob wir hier rumlaufen können. Sieh sich das einer an. Die Heiden sind viel ordentlicher als die Banditen. Je weniger Pfeile ihr habt, desto besser für uns. So, ach, das Essen vergiften. Nein. Kann ihn unbedingt. Hey, Kimano! Ich hole Hilfe! Okay, okay, okay. So, Freunde, ich habe mich jetzt nochmal reingeschlichen. Diesmal werden wir die Pfeile nicht sofort verbrennen. Sieh sich das einer an. Die Heiden sind viel ordentlicher als die Banditen. Ich bin verkleidet als einer von euch. Lass mich in Ruhe. Im letzten Mal hatte ich mehr Glück, da war keiner. Fliegenpilze. Deswegen wachsen hier wahrscheinlich so viele davon. Um sich zu vergiften. Also ich weiß, dass sie sofort reagieren, wenn die Pfeile brennen. Das heißt, das sollte ich zum Schluss machen und dann einfach weglaufen. Der Typ muss da weg, der da sitzt. Der kommt trotzdem zu mir. Deswegen habe ich irgendwas nicht angelegt. Habe ich irgendwas falsch an? Jagdhandschuhe. Ansonsten habe ich alle kumanischen Sachen an. Vielleicht ist es mein Schild. Die müssen da weg, die Schweine. Geh jetzt einfach hier hin. Ne? Geh zum Opfer. Geh zum Ding. Schlaftrunk. In der Würze liegt der Bitte schön. Im Brand setzen. Hau rein. Bist du besser für uns. Ist mir egal. Ich laufe einfach weg. Ich habe alles gemacht, was ich wollte. Ich muss über den Graben. Wenn ich es über den Graben schaffe, habe ich gewonnen. Scheiße. Haut rein. War mir ein Vergnügen. Okay, lief zwar nicht wie geplant. Ich dachte, ich kann mich verkleiden, weißt du? Oh, ein Überfall. Blut wird fließen. Ja, nicht meins. Viel Spaß mit den Kumanen.
Ich reite jetzt weg. Da rennen sie mir hinterher. Arme Schweine. So. Muss ich nur warten, bis das Kampfsymbol weg ist und dann freue ich mich Keks. Ja, schade. Ich war eigentlich extra verkleidet, aber... Naja. So, habe ich alles geschafft? Questlog. Habe ich gemacht. Essen vergiftet habe ich auch. Und das habe ich auch. Okay. Gut. Sehr schön. Ja, ich kann momentan nicht schnell reisen. Wie lange der mich wohl noch verfolgen will? So, mal ein bisschen Tempo zulegen. Ich kann ja schon mal Richtung Grazi laufen. Ein Jäger. Hey, verpiss dich da. Das ist nicht zu dein... Hey! Wilderer. Achso. Hallo, Wilderer. In Fahrt mit dir! Ich glaube, du solltest lieber weggehen. So. Ich brauche nämlich Wildschweinhaut und alles. Was hast du denn so Schönes bei dir? Dörrfleisch ist immer gut. Die Pfeile nehme ich auch gerne. Ja, der Rest ist okay. Nur Fleisch übrig. Ich trage jetzt schon zu viel. Hast du auch was zu essen oder so? Nee. Sag mal, verfolgt er mich immer noch, der Kumane? Tut jetzt echt nötig. Naja, laufe ich weiter. Er folgt mir nicht mehr. Halleluja. So, ich muss aber noch meine Sachen loswerden. Ich kann auch jetzt schnell reisen, ne? So, wir müssen sowieso nach Merhoyet. Haben die hier irgendwo eine Schenke oder so? Schleifstein. Die hier eine Schenke? Doof. Ich kann da schnell hinreisen. Cool. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ja gut, dann lass uns mal da einfach hinreisen, was soll's. Ich trage zu viel. Na gut, dann renne ich halt so hin. Was war da? Hallo? Grab? Ja! Da bin ich dabei. Ach, ich kann übrigens auch was essen. Wie zum Beispiel den Apfel hier. Und schon bin ich nicht mehr übergewichtig. Oh. Kommt ziehen wir uns auch zu der Flasche rein. So, was haben wir noch? Ja, gut. Tada, ich bin ein Grabchen da. Lalalala. Das ist doch kein Grab. Und wo ist das bitte sehr ein Grab? Eine Menge Groschen. Also entweder ist die Person zerstückelt, die da drin ist, oder das ist geklaute Ware. Na, schon kann ich schnell reisen, ne? Obwohl, jetzt bin ich sowieso fast da. Das lohnt sich nicht mit dem Schnellreisen. Hallo. Nun, was betrübt dich? Ach, ich bin immer noch Kumane. Gott, sehe ich lächerlich aus. ich bin von Kundschaften zurück. Ich bin zurück, Herr. Ausgezeichnet. Was hast du herausgefunden? Das Lager ist in einem verlassenen Dorf. Ich versuchte sie zu zählen. Dort sind Banditen. Dort gibt es Kumanen. Es befinden sich nicht nur Banditen im Lager, sondern auch Kumanen. Eine ganze Menge sogar. Kumanen, sagst du?
Wo kommen die her? Hat Sigismund sie etwa dort gelassen, nachdem er Scarlitz dem Erdboden gleichmachte? Teufel, die Lage ist ernster, als ich dachte. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf. Es gibt da ein verlassenes Dorf in den Wäldern und dort verstecken sie sich. Klingt nach Pribyslavitz. Es gehörte Herrn Divisch, bevor Havel Medek es überfiel und niederbrannte und Divisch danach wegsperrte. Seitdem ist es unbewohnt. Ich hätte gehofft, sie wäre nur ein wilder Haufen. Erdwälle und Befestigungsanlagen, das ist etwas ganz anderes, als eine Horde Abschaum aus den Wäldern zu jagen. Ich versuchte sie zu zählen. Und wie viele sind es? Bedenke, ich verlasse mich auf das, was du sagst. Wir werden um Verstärkung bitten müssen, und das ist kein leichtes Unterfangen. Jeder Mann, der mit uns kommt, wird irgendwo fehlen. Und ich möchte nicht, dass sie in einer anderen Stadt brandschatzen, weil niemand mehr da ist, um sie zu verteidigen. Schon einige. Dort ist schon einiges los. Verflucht. Wir benötigen auf jeden Fall Verstärkung. Die Männer in Talmberg sollten reichen. Ich lasse die Burg nur ungern unbewacht, aber wir haben keine andere Wahl. Okay, Ihre Bewaffnung und Ausrüstung. Ich habe mir Ihre Waffen und Rüstungen angesehen. Sie sind keine richtige Armee, aber ziemlich gut gerüstet. Und Bogenschützen? Sie sind gut aufgestellt. Sie haben ein paar und die sind gut aufgestellt. Wenn wir sie frontal angreifen, richten sie wohl großen Schaden an. Das gefällt mir nicht. Es verkompliziert die Sache. Sich vor der Schlacht um sie zu kümmern, wäre die beste Lösung. Okay, trotzdem Banditen. Es sind überwiegend Banditen. Keine Bauern mit Mistgabeln, aber auch keine ausgebildeten Kämpfer. Genau wie erwartet. Ich habe keine Furcht vor ihnen, aber es kann fatal sein, den Feind zu unterschätzen. Na gut, mehr konnte ich nicht herausfinden. Das ist alles, was ich weiß, Herr. Mehr fiel mir nicht auf. Schon gut. Konntest du sie sabotieren, wie ich dich gebeten hatte? Ich habe ihre Pfeile zerstört. Ich konnte einige ihrer Pfeile zerstören. Sie werden uns nicht so zusetzen können. Gut gemacht. Genau das haben wir gebraucht. Ich konnte das etwas Essen vergiften. Ich konnte ein paar von ihnen vergiften. Sie werden also geschwächt sein. Listig wie ein Fuchs. Wir brauchen mehr von deiner Sorte. Das ist alles, Herr. Keine Sorge, Heinrich. Du hast dich als ausgezeichneter Spion erwiesen. Du musst dich zu Herrn Divisch nach Talmberg begeben und ihm sagen, Hauptmann Robert und seine Männer zu entsenden. Wir benötigen ihre Hilfe. Auf mich ist Verlass, Herr. Was soll ich ausrichten? Bitte ihn, so viele Männer wie möglich zu versammeln und nur die Nötigsten zurückzulassen. Dann soll er nach Pribyslavitz marschieren. Ich tue dasselbe. Hoffentlich haben wir dann genug Männer, um die Banditen zu besiegen. Verstanden, Herr. Und spute dich. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Gott sei mit dir. Ja, nice. Hauptstufe erhöht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Fehlgeschlagen? Ich hab sie sabotiert. The fuck? Verarschen kann ich mich alleine? Ich hab sie sabotiert. Ihr habt's alle gesehen. Holy shit. Verarschen kann ich mich alleine? Schweit. Naja, wir müssen jetzt nach Talmberg reisen, ne? Wir müssen sowieso langsam schlafen gehen. So. Dann schauen wir mal. Wir sind schon vor der Tür, wollte ich schon sagen. Hallo. Au! Lern gefälligst, wie man reitet, du Tölpel! Ich hab keine Zeit zu verlieren. Ich muss, Herrn Hastelig gesehen sprechen. War der hier oder war der oben? War der oben. Dann kann ich hier vielleicht gleich noch ein paar Sachen verkaufen.
Herr Davish, Sei gegrüßt. Was brauchst du? Herr Ratzig bittet um Verstärkung. Herr Ratzig schickt mich mit einer wichtigen Nachricht. Er bittet um Verstärkung. Er braucht mehr Männer? Was ist passiert? Die Banditen und Kumanen haben in Pribislawitz ein Lager errichtet und führen etwas im Schilde. Herr Ratzig will sie angreifen, hat aber nicht genug Männer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles von Anfang an. Ich konnte das Lager der Banditen ausfindig machen, die Neuhof überfielen. Es ist kein gewöhnlicher Haufen von Schurken, sondern eine kleine Armee in einer befestigten Anlage. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führen, aber sie bereiten sich auf irgendetwas vor. Herr Ratzig will sie vernichten, bevor sie zuschlagen. Es ist also schlimmer, als ich dachte. Herr Ratzig hat recht. Wir sollten handeln, ehe es zu spät ist. Meine Männer bekommt er. Herr Ratzig meinte, du müsstest all deine Männer aufbieten, bis auf ein paar für die Burg. Was, alle? Es sind wirklich viele, Herr Divisch. Herr Ratzig lässt das Lager auch nahezu unbewacht zurück. Wir sollen in Pribislawitz zu ihm stoßen und gemeinsam angreifen. Also gut. Herr Ratzig weiß, was er tut. Ich lasse die Männer antreten und unterstelle sie Hauptmann Robert. Würdest du meine Männer hinführen? Alles klar. Ja, Herr. Möge dir Gott im Kampfe beistehen. Also wir behalten natürlich die Rüstung für den Kampf, deswegen habe ich sie auch immer noch an. Keine Sorge. Denn ich will ungern sterben. Und Schutz ist echt wichtig. Nicht, dass ich getötet werde von unseren eigenen Männern, wenn ich mit der Rüstung da auftauche. Das wäre doch geil.